Moin moin, heute will ich mal wieder mein Auto waschen. Bin für euch an der Stresemannstraße in Bremerhaven bei der Westfalen. Es handelt sich auch um eine Christwaschanlage, wie man hier fein an der Werbung sehen kann. Dann wollen wir mal loslegen hier. Ja, zuerst geben wir mal den Code ein. So, Programm gewählt, Tür geht auf. Auto ist heute nicht ganz so stark verschmutzt. Normaler Alltagsschmutz. Eine schwierige Stelle hat er. Hier hinten auf der Ecke. Da wollen wir mal gucken. Hier noch so ein bisschen. Aber das wird ich schon hinkriegen. So, dann wollen wir mal reinfahren. Dicken drinne. Da oben steht, ich finde ein bisschen schlecht zu erkennen, sollte man mal sauber machen, aber geht. Ja, sieht verdächtig danach aus, dass gleich die Schotten wieder zugehen hier und ich hier reinrennen muss und muss von innen filmen. Deswegen filme ich jetzt erstmal so ein bisschen die Geschichte. Wie gesagt, Auto mittel verschmutzt, nicht so richtig. Ganz normaler Alltagsschmutz. Mal gucken, ob das alles 100%ig ist. Natürlich wieder die günstigste Wäsche, 6,99. Start. Ja, wie gesagt, geht zu. Ich renne eben schnell rein. Die Waschanlage geht in Position und ich springe ins Auto. Ja, wie gesagt, 6,99 günstigste Wäsche wie immer. Nächstes Mal will ich mal wieder gucken, da muss ich noch mal in Wald Holz holen, da wird das Auto richtig stark verschmutzt sein. Dann will ich auch noch mal gucken, ob das mit der günstigsten Wäsche, natürlich bei einer anderen Waschanlage, auch wieder blitzblank wird das Ding, ne? Wie gesagt, leider sind die Schotten zugefahren und ich musste von innen filmen. Aber da geht jetzt kein Weg an vorbei. So, jetzt ist er einmal hin, jetzt fährt sie nochmal wieder zurück. Auch fein am Waschen. Ich denke natürlich, dass bei der Geschichte bei 6,99 natürlich auch das Trocknen bei ist. Aber ich lasse mich überraschen. Darum handelt es sich, Westfalen-Tankstelle, Stresemannstraße, Bremerhaven. So, jetzt ist das Teil erstmal durch. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass auch das Trocknen mit drin ist. Ja, Düsen fahren runter. Was ich immer wieder feststellen muss bei den etwas neueren Anlagen, dass auch wirklich gut die Fliegen runtergehen. Weil wie gesagt, ich mache überhaupt keine Vorbehandlung, kein Dampfstrahlen oder sonstiges. Ja, einfach immer reinfahren, günstigste Wäsche, fertig.
auch durch sein. Gleich werden wir draußen nochmal das Ergebnis angucken, ganz besonders unten bei der Heckklappe in den Ecken. Da bleibt leider meist immer was liegen. Wie ich schon sehe, Fenster ist auch klitschen nass hinten. Habe man auch schon mal besser gesehen. So, und Tor geht auf, vor und raus. Ja, mit meinem dicken Brummer hier ist es leider immer ziemlich eng, wie ihr hört. Der schiebt und piept. Ich habe rechts und links meist immer nur so 10 cm Platz maximal. Was der eine natürlich als viel sieht oder der andere vielleicht nicht so. So, jetzt raus. Mal gucken, was das alles so gebracht hat. Wie gesagt, der war nicht so stark verschmutzt diesmal. Sieht ganz gut aus. Ja, Felgen kriegen die Waschanlagen meistens leider nicht ganz so sauber. Mit der Größe haben die ein bisschen Probleme. So wie das aussieht, haben die meisten nur so bis 19 Zoll und dann war es das. Ich habe den Wagen wieder neu folieren lassen. Irgendwelche Vollpfosten hatten mir den ja zerkratzt. Wie gesagt, wenn einer mal irgendjemanden bei meinem Auto beisieht, kann er mit einer stattlichen Belohnung rechnen. Ja doch, die Ecken sind auch sauber. Normale Fussel von den Bäumen. Aber die Ecke, wie ihr seht, nicht ganz. Aber das kann man so mit dem Finger wegreiben. Okay, alles klar. Astrein. Doch. Wie gehabt. Wieder für 6,99 günstigste Wäsche. Ne, für uns Geizknochen. Und weiter geht's. Ich würde mich über ein Abo freuen. Guckt euch meine anderen Videos an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.